3 Sterne. Ja, ja, das ist ja egal, aber auf welcher Wache? Ne? Ja, hier vor Ort. Wir waren hier am ja. Als die schon hier waren. Ja. Richtig. Ja, normalerweise macht man das ja im Vorgang. Also es gibt normalerweise und es gibt das Recht, dass man es so macht, wie wir es machen. Genau, so ist das auch, aber... Also, eine Spontan-Demo ja, oder eben eine Eil... Anmeldung. Genau, aber wenn die das halt vorher schon öffentlich preisgeben, dass sie sowas hier vorhaben, dann ist es halt keine spontan oder Eilversammlung mehr. Wir werden die ganze rechtliche Bewertung jetzt hier nicht vor Ort stattfinden lassen. Es ist eine Anzeige geschrieben worden, damit werden sich dann die Leute beschäftigen. Das werden wir jetzt vor Ort machen. Notfalls ist ja auch alles gar kein Problem, aber beim nächsten Mal ist es halt einfacher, wenn sie direkt irgendwo hingehen, dass man vorher... Als das Camp der Okkupisten noch bestand, wir haben was ins Netz getan, kam innerhalb von 10 Minuten ein Streifenwagen vorbeigefahren. Ihr habt das nicht angemeldet, dachte die Formulare, es gab gar keine Kosten. Das wurde nicht einmal gemacht, sondern das wurde 30, 40 Mal gemacht. Daraus entsteht eine gewisse Art von Gewohnheit. Ja, Gewohnheitsrecht. Ja, ich sehe es so, ich sehe es aber so. Wenn da damals nicht so kleinig verfahren wurde und die ganze Geschichte so gelaufen ist, kann sich die Rechtsgrundlage für mich ja erstmal nicht geändert haben. Also wäre die Frage, ob das Versammlungsrecht in der heutigen Zeit, in den heutigen Kommunikationsmitteln, das hatte ich mal mit den Schwabenstreichen, da kam der Aufruf zum Schwabenstreich, habe ich dann gesagt, okay, heute Abend 19 Uhr, dann hieß es ja, Sie müssen aber erst anmelden, und dann ist das schon, dass ich darf aber direkt, wenn ich dann gerade bei Facebook sitze, direkt weiterleiten. So, volles Problem. Ja. Beim Chef telefoniert, das kann nicht stehen bleiben. Das ist ne? Weil, du einmal weggemacht werden. Das übernimmt ja der Regen gleich schon. Ja, das ist ja nicht permanente Farbe. Ja, wegen dem Inhalt oder wegen generell das Kreide ist oder wegen dem Inhalt? Ich habe jetzt gesagt, das ist Kreide und ich habe den Inhalt. Ja. So, das sind ja keine Beleidigungen oder sonst was. Nee, da also bitte, so, dann erzählen Sie uns bitte wegen dem Inhalt, also nicht wegen dem Inhalt, sondern wegen dem Kreide. Die Kreideaktion haben wir schon super oft gemacht. Die ist auch so abgesprochen, dass sie hier Kreide aufmachen. Ja. Ich meine, das ist Kinderstraßenkreide. Man kann Kindern ja auch schlecht verbieten mit der Kreide hier. Aber dann können sie es ja auch ohne Probleme ja wegmachen. Und dürfen also wegen dem Inhalt nicht, wegen Straßenkreide, die offiziell auf öffentlichen Plätzen erlauben. Ich habe jetzt wegen dem Inhalt, dass es hier steht. Also auf welcher Rechtsgrundlage ist denn diese Meinungsbekundung an den Vorgang der Demo? Ja, auf welcher Grundrechtsgrundlage würde ich jetzt gerne wissen, dass die Meinungsbekundung strikt an die Demo bekommt. Ich kann auch, wenn ich eine Demo habe, Die Demo ist ja gleich vorbei. Ja, richtig, ja aber warum, aufgrund welcher Rechtsgrundlage ja sagt die Meinung? Ich weiß ja nicht, ob man hier auf dem Marktplatz einfach so seinen Wahlkampf... Jeder Bürger hat ja keinen Wahlkampf. Okay, gut. Ich habe Ihnen das jetzt gesagt. Ich habe es selber nicht entschieden, ich habe da noch nicht mal angeordnet. Versuch, gebe ich auch gerne meine Personalien ab und ich halte den Kopf. Wir machen eine Anzeige drauf und machen darauf die Medien ab. Dann machen wir es weg und dann wird das wahrscheinlich kosten. Beziehungsweise, wir werden dann auf solche Rechtwege rein. Dann machen wir eine Klassengeschichte draus. Die wird ja dann wahrscheinlich, wenn Elbers der Meinung ist, das hier muss weg, der Bürger kommt ja von Elbers, macht man eine Pressenummer draus. Ja, absolut. Ja, beide sind jetzt auch ein Abschluss, tut mir leid. Ich gebe auch gerne meinen, ich bin aktiv, ich gebe auch gerne, ich kann auch gerne das übernehmen. Die haben ja meine Daten, ich kann auch schon machen. Veranstalter reicht ja, ne? Tag hat eine Rechtshilfe vor, der ist total gut für euch, wenn die Post kommt, ist bei euch. Umweltfreundliche Kreide, die beim nächsten Regen weg ist. Wahrscheinlich in ein paar Minuten kommt. Das Problem ist ja warum machen Sie nicht einfach gleich mit Schluss der Demo einfach hier alles sauber? Wenn Sie hier morgen wieder stehen, können Sie ja wieder machen. Ja, dann haben wir es ja morgen nicht mehr hier, das ist ein bisschen langweilig. Aber dann können Sie die doch mitbringen, die Kreide. Dann müssen Sie halt wieder von Logik nicht aus folgendem Grunde. Sie haben so lange dauern. Sie werden doch jetzt nicht überall, wo Kinder auf dem Bürgersteig mit dieser Kreide malen, da hingehen und sagen, das müssen Sie einfach oder was. Ja, jetzt stellen Sie sich nicht dumm, es geht doch um den Inhalt. Also es geht doch um den Inhalt. Eben ging es nicht um den Inhalt.
Jetzt sagen Sie mir bitte mal zum Inhalt. Ja, ich dachte, das selbstverständlich immer. Es geht um beides. Es geht darum, dass das im Rahmen einer Kundgebung passiert ist und es wird, wie sagen, ihren Beamten die Rechtsauffassung vertreten, dass halt zum Ende der Kundgebung alles, was zur Kundgebung gehört, wieder entfernt werden muss. Ja, genau. Das ist genau wie als der Martin-Luther-Platz und Transparenzgebäude behangen hat und jeder sagt, müssen wir abhängen. Und ich habe gesagt, nö, lass ich hängen. Ja, habe ich bis heute auch noch nie was wenn ich andere Demos sehe, dann liegen danach auch noch mehr Flyer rum und wird nicht verlangt, dass jetzt wieder einzelne Flyer aufgehoben wird. Ja, aber wir haben jetzt gerade... Ja, ich glaube, dass Ihre Position die Anweisung bekommen sehr vulnerabel. Von unserem Chef. Dass wir Ihnen die Anweisung geben, das halt zu entfernen. Und wir sagen es Ihnen ja einfach ganz normal im Sinn und das ist dann halt Ihre Entscheidung, wenn Sie halt sagen, Sie wollen sich dagegen entscheiden. Aber letztendlich verstehe ich das halt auch nicht, weil Sie nehmen Ihr Recht hier in Anspruch, das ist ja auch alles vollkommen in Ordnung, Sie können hier diskutieren, alles ist in Ordnung. Es gäbe auch keine Rechtsgrundlage, um zu zwingen, wollen Sie nicht wollen. Von daher, aber wie gesagt, das können Sie dann auch gerne nach oben weitergeben. Wir nehmen da jede Anzeige gerne mit dem Kauf, jede Rechnung, jede gerichtliche Auseinandersetzung. Ja, okay, das Problem ist aber, es ändern sich ja teilweise dann auch Sachen. Ihr könnt es ja jetzt nicht anders machen, als Ihnen das mitzuteilen. Das sagt doch keiner, was geht. Ja, okay, die Mitteilung ist sagen, wir können jede Anzeige nicht brauchen. Dann überlegen Sie es sich. Sie sind aber jetzt eigentlich sind wir dabei. Wir wollten den Pavillon reinhauen und den Rest ins Auto und dann sind wir weg. Die Personal haben Sie immer gemacht. Ja, sonst bin ich auch gerne mal. Hey, komm, scheiße, ich meine. Ja, das ist ja Hauptsache, wir haben einen Ansprechpartner und wenn Sie dann nachher auf alle Köpfe verteilen. Wie wäre das eigentlich, wenn sich hinter 10 verschiedene Leute merken, melden und sagen, nein, ich war dafür verantwortlich. Das Sie war's, er war. Nein, nicht Sie war's, ich war. Mein Name ist Brian. Meiner ist auch Brian. Ah, wir werden das im Zweifelsfalle Thomas Geisel die Rechnung übergeben. Dann hätten wir was. Werden wir vor Gericht einen Streit anfangen, wer verantwortlich ist. Ich hasse das, wenn ihr meine Norbert nimmt. Ja, richtig. Verpiss dich. Ich war das. Man meldet sich dann nicht auf. Wie wirklich ganz so negativ verfahren. Das wird doch eine Lachnummer. Also eine Lachnummer für Fernsehen. Also wenn die meinen, ich weiß auch gar nicht, ob das so weit geht, aber wenn die dann nachher immer zu kosten haben, nur weil irgendwer vorbeikommt, um das zu reinigen, dann weiß ich halt nicht, ob das für jetzt gut ist. Nee, aber bei uns wird halt Solidarität großgeschrieben. Und Solidarität läuft halt auch über das Internet. Das ist nicht hier in Düsseldorf und so weiter. Und wenn ich halt schreiben würde, pass auf, ich habe halt nur nichts, muss das und das an Strafe zahlen, bin ich mir ziemlich sicher, dass solidarisch das Geld zusammenkommt und mir das irgendwie regeln. Also von daher mache ich mir da keinen Kopf. Verantwortlich, was so ja auch nicht immer stimmt. Das ist ja auch schon von ganzen Brockdorf-Beschlüsse, da ist ja... Dann wollen wir mal das Ding da weiter zusammenpacken. Ja,